einen wunderschönen guten... Man sieht gar nichts. So. Morgengewünsche draußen, meine Lieben. Wir haben es. 6:52. 6:52, ihr merkt selber, ne? Wir stehen an, bei Lidl. Als Einzigster. Wir stehen bei Lidl. Als Einzige. Und wollen jetzt einkaufen fahren, weil wir haben ja jetzt Sonntag und Montag frei. Deswegen wollen wir das schnell hinter uns bringen, dass wir schnell wieder nach Hause können. Wir müssen noch ein bisschen was machen, außer Wäsche waschen, packen, suchen. Ja. Du hast noch gar nicht gezeigt, wie toll ich gestern gebaut habe hier. Nee, das zeige ich jetzt auch nicht hier, das zeige ich zu Hause. Währenddessen ihr Larifari macht. Also. Ja, Matthias hat ja gestern schon fleißig gebaut, aber das zeige ich euch zu Hause, was er gebaut hat. Und dann bin ich gespannt, wie das wird. Die Umsetzung, dann das Benutzen und so. Scheiße, die Leute kommen. Ja? Ja? Die ersten Leute kommen. Okay, Leute, wir müssen jetzt aufhören, wir müssen jetzt uns einen Wagen holen und dann den Laden stürmen. Bis gleich. Einen wunderschönen guten Morgen, ich bin schwanger. Wir haben es 15:14. Oh, Baby, komm raus, Mama. Mein Baby schläft gerade, sie hat ist gerade eingenickt nach 120 Milliliter. Mhm. Und Leute, mein Baby ist raus, komm, guck mal. Hase, immer liegen hier Sachen von dir. Guck mal bitte. Nee, guck mal bitte. Da liegt eine Jacke. Hier liegt dein Rucksack. Hier liegen die Sachen, die du gestern gezeigt hast im Blog. Die will ich mit. Ja, aber deswegen müssen die nicht mitten im Raum liegen. Doch, das finde ich unter aller Kanone. Finde ich nicht gut. Zieh dir deine Jacke bitte an. Wir gehen jetzt. Ich weiß auch nicht. Matthias und ich haben alles gekauft. Alles Mögliche für die Fahrt, ja. Also 130.000 Millionen Dosen und Machen und Salate und bla. Aber wir haben nichts gekauft für die Zeit, wo wir noch hier sind. 20 Dosen, Leute. Hallo. Hallo. Wo ist die Mütze? Habe ich gerade da hingelegt, weil die dreckig ist. Leute. Ey, rubbel dir nicht die Haare raus. Leute, ich habe 20 jetzt gezählt. Und für die Fahrt gibt es nochmal. Ein Kniffelspiel. Hier hochhalten. Was ist eigentlich das? Das ist der Block, den man ausfüllen muss. Das muss ich dir nochmal erklären. Genau, ich packe jetzt ganz kurz die Kleine ein. Wir fahren einen Ort weiter, also in einen so einen. Ich habe in das Bezirk. Thunderbrand. Ja, das ist Werbung. Und ich habe die bringt wirklich Farbe. Orange, pink, grün, ich weiß. Wir gehen jetzt ganz kurz einen Döner essen. Beziehungsweise ich türkische so Pizza. Ich könnte alles aufessen. Ich könnte sogar einen ganzen Crepe essen. Wow, das ist ja jetzt kein Hindernis, ne? Was? Das ist ja jetzt nicht so viel, so ein Crepe. Ein Crepe? Ja. So, wir fahren jetzt erstmal los und ich nehme euch mit. Matthias, nimmst du die kleine Kamera mit runter? Und Leute, das kann man nicht. Was ist denn? Na, ich krieg den, der erkennt den ganzen Sachen. Ich hab kein Internet auf dem Rechner. Was denn? Soll ich dir einfach was holen und mitbringen? Ist die dort? Ja, dachte ich ja. Ja. Ja, war ich gestern sowas hier. Nee, dann fahre ich nicht. Hä? Nee. Döner was? Döner. Ah, dann muss ich den ja auch hier essen, richtig? Nö, dann bestellst du den erst, wenn du fertig bist. Nee, dann hole ich alles zum hier essen. Wir waren ja heute früh schon um 7 einkaufen. Wisst ihr, was wir da bekommen haben? Ist das heftig? Ist das heftig? Wir räumen jetzt ein bisschen das
Wir räumen jetzt so die Küche auf. Die kleine Malu und die Mama, kleine Malu und die Mama. Ich könnte sie. Warum räumt denn nichts auf? Na, weil sie hilft mir. Wie denn? Indem sie da ist. Aber musstest du schon aufräumen, als du so ein kleiner Knirps warst? Siehst du, es fängt ja jetzt erst an, ne? Dass du auch ein paar Sachen aufnehmen kannst. Von der Blume, die Haare sind noch nicht schön. Das ist doch nicht schlimm. Ich freue mich auf morgen. Was ist morgen? Ostern. Oh, ach so. Den ganzen Tag. Ja, der Haushalt macht sich nicht von allein. Nicht wundern, die ganzen Dosen, die da stehen, die sind ja von für die Reise, für die Fahrt. Ich habe jetzt hier schon angefangen, ein Ding zu packen, aber ich glaube, das war nicht schlau, weil wir viel zu viele außergewöhnliche Sachen noch draußen haben. Also irgendwie war das nicht so schlau, was ich gemacht habe. Da muss ich nochmal durchgehen. Plant ihr auch immer so ewig lange? Aber ich habe schon mal die ersten zwei Hotels gebucht. Das erste Hotel habe ich gebucht in der Nähe von Willingen-Schwenningen oder sowas. Und die zweite habe ich gebucht in Luzern. Luzern? Luzern oder so, keine Ahnung. Ja, da bin ich gespannt drauf. Ich weiß nicht wieso, aber ich kann nicht in so einem Gasthaus schlafen, ne? Also wisst ihr, was ich meine? In der Schweiz gibt es keine großartigen Hotelketten, sondern nur so Gasthäuser. Nennt man das denn so? So rustikale. Wie nennt man das? Rustikale. Naja, wie nennt man das? Ja, so rustikale Unterkünfte halt. Und ich weiß nicht wieso, aber irgendwie. Ey, sag mal, bleibst du eingepackt, Fräulein? Bleibst du eingepackt? Ja, keine Ahnung. So rustikale Unterkünfte. Und irgendwie mag ich das aber nicht. Ich weiß nicht warum. Ich will lieber nicht unbedingt nur Hotelkette, aber schon was Hotelmäßiges. Ach Mann, ich habe keine Ahnung, wie ich das abschreiben soll. Was ist denn los? Ist ganz schön. Okay. Ja, da muss ich jetzt mal gucken. Alter! Zwei Stück habe ich jetzt gebucht, wie gesagt. Und danach gucken wir mal weiter. Ich glaube, das dritte ist dann 6 Stunden in die andere Richtung. Das wird dann wahrscheinlich in Österreich sein. Denke ich. Weil ich dem Tias auch eine Freude machen möchte. Dann kann er seinem kleinen Musik-Online-Schwarm mal sehen, treffen, in echt sehen. Ach ja. So hat so jeder seins, ne? Thank you.
Leise machen wir. Ich hasse das. Deswegen mache ich immer so selten die blöde Kamera hier an. Weil ich immer Musik ausmachen muss. Das ist voll nervig. Alexa, stopp! Ich muss mir erstmal hier entknoten. Ich bin ja wieder mit der Kleinen hier rumgelaufen. Mit dem Tragetuch hier, ne? Nein. Haben wir einmal alles kaputt zu machen. So. Muss ich auch griffbereit haben, weil das ist schon echt Gold wert. So, ich habe jetzt schon Osterhase gespielt. Ich zeige euch mal kurz meine Osterkörbchen. Beziehungsweise ich zeige euch mal Maris eins. Was steht hier neben? Völlig im Getümmel hier, wartet. Ja. Hier steht noch Maras. Oh. Voll süß, wie ich finde. Ja. Wollt ihr noch mal lossehen? Wartet. Ich wurde gerade ein bisschen erbost. Ja, jeder das, was er mag. So. Wieso wird sie jetzt immer wach, wenn ich mit der Kamera rede? Hier ist keine Ruhe normalerweise, also. Das gibt's hier gar nicht. Hallo, Mini-Mortilotti. Hallo, Mini-Mortilotti. Ich habe jetzt gerade das Körbchen fertig gemacht. Ich mache mal so ein Körbchen fertig mit frischer Wäsche. Die Flaschen, Klopapier in dem Fall noch, alles was halt nach oben muss. Oh, ich werde tags für müde. 20:38 Uhr, geil. Andere machen sich jetzt gerade fertig zum Feiern gehen und ich. Und ich komme 21 Uhr im Bett und schnarche, das ist der Wahnsinn, oder? Ja, ich werde mir jetzt nochmal einen Toast machen, weil ich voll Bock auf Schokolade habe. Und dann abschminken und so, aber ich nehme euch einfach gleich mit nach oben. Ich hoffe, dass sie mich ganz kurz noch jetzt hier die Toastbrote essen lässt, damit ich dann quasi mit ihr zusammen noch ein bisschen oben sein kann mit Spielen und so. Morgen ist wieder ein großer Vorbereitungstag. Ich muss morgen wieder so viele Sachen vorbereiten. Ich wollte unbedingt zwei Salate machen, also einmal einen Schichtsalat. Ey, und guckt mal, was die Katze gerade gemacht hat. Vor allem, guckt euch sie mal an, der Knaller. Mauzi, warst du das etwa nicht? Mauzi, hey, was ist denn hier los? Schön. Ach, ich sag euch. Wenn nicht eines der Kinder hier Terror macht oder Dreck, dann ist es einer der Katzen. Ey, ich überlege echt, ob ich mir die Augenringe unterspritzen lasse mit Hyaluron, also einfach nur mit Feuchtigkeit, ne? Ich sehe voll müde aus. Ich wollte gerade sagen, das darf Matthias nur nicht hören. Aber der schneidet das Video ja. Tudum. Toll. Ich selbst in die Kacke geraten. Ja, ich mache mir jetzt so schön auf die Kosten meiner Figur Toast mit. Doch, eigentlich geht das so.
Naja, das wird noch. Auf die Kosten meiner Figur ein Weizenbrot-Toast mit Schokolade. Für die Nerven. So. Ich muss jetzt auch noch die Katzen füttern. Ach, was denk nicht, aber das muss. Du schenkst mir ein kleines Spielzeug und der Osterhase schenkt mir Süßigkeiten. Der Osterhase schenkt nur Süßigkeiten, ja. Und du schenkst mir eine kleine... Wieso ich, Papa und ich, ne? Ja, das Große vor Kleines. Immer eine kleine Aufmerksamkeit. Wie groß, zeig mal so. So groß? Das hat ja nichts mit groß von Größe zu tun, sondern es hat was mit groß von Wert zu tun. Okay, wie viel Wert hat das? Genug für Nikolaus, für Ostern, meine ich. Mama? Mhm. Ich will einfach... Kannst du mir eins verraten? Nein. Ich will das nicht, dann weiß ich das ja nicht genau, aber... Ist das nicht schon los? Ja, aber... Ist es ein Spielzeug oder für Essen? Das ist wieder ein Schnee. Ich kann nicht... Warte, komm mal, Mama, schnell! Zu einem Aquarium! Sollen wir mal das Licht an? Also. Den haben wir lange nicht mehr gesehen. Ausziehen bitte und die Decke aufs Bett. Oh. Bin echt müde. Solange die Kleine unten lieb ist, schminke ich mich schnell ab. Nee, mache ich nicht, oder? Doch, mache ich. Baby. Schlipper falsch rum an? Oh, was, Leute? Wir haben alles ins Bett jetzt. Leute, ich freue mich so. Worauf denn? Weißt du, warum? Ja, aber was ist, wenn es dir nachher gar nicht gefällt, Maris? Nee. Geh bitte ins Bett. Ja. Spielzeug gefällt mir nicht immer. Ab ins Bett. Aber Essen nicht. Essen gefällt mir nicht. Hast du deine Decke aufs Bett gemacht und dein Pad da weggemacht und so? Gut, ich würde sagen, Die Antwort ist, der Keller ist weg. Ich gehe jetzt mal ins Bett. Ich habe zusammengerechnet, wie 5 Stunden geschlafen. Ja, gehst du jetzt bitte mal. Und die Trinkflasche da weg. Mein Papa kommt nachher nach oben und fällt da nachher drüber. Die Trinkflasche da weg. Die Trinkflasche da weg. Ja, sag mal. Die Nummer 2 oder die Nummer 3? Katze trinkt immer noch. Leute, guck mal, ich habe ein Handtuch über meinen Kopf. Und jetzt ab ins Bett. Gute Nacht, Mausi. Gute Nacht, Schmierlappen. Gute Nacht, Decke. Gute Nacht, Katja. Gute Nacht. Das beschreibt mein wirkliches Zustandsbild meines Gemüts. Wisst ihr Bescheid? Oh Gott, ich bin... Leute, guck mal. Ich habe von Mama von Ostern Bakugans bekommen und sogar noch viel, viel mehr. Von wem hast du die bekommen? Von Mama und Papa. Und warum? Weil ich sie liebe. Was bringt der Osterhase nochmal? Schokolade. Wenn da eine kleine Aufmerksamkeit ist, dann kommt die von? Mama und Papa. Und ich habe in der Verpackung war sowas drin. Und das Spiel zeige ich euch jetzt mal. Also, ich nehme jetzt einmal, warte, ich muss mal kurz hier.
gucken, was ich für einen nehme, weil ich habe ganz schön viele Baruans. Gold. Warte, das erst sehen. Also sowas ist hier. Ein Marienkäfer. Ein goldener Drache. Warte. So ein Minion, der sieht aber auch cool aus, Mama. Mama, ja. Guck mal, ich hab sowas. Okay. Guck mal. Seine Ohren kann man so einklappen. Warte. Hier. So. Dann gibt's noch. Ich habe einen Namen schon ausgedacht. Die heißt. Warte, ich muss mal kurz überlegen. Also, er heißt auf jeden Fall Goldstück. Er heißt Marienkäferin. Er ist der Bruder von der Marienkäfer. Wasserschlange, die ist böse. Diese Wasserschlange, die ist ganz böse. Die tut denen was. Der ist ganz lieb. Der passt auf alle auf. Ja, und jetzt zeige ich euch das Spiel. Wartet. Also, man muss so machen, dass man erst hier so, dann passt es so, dann passt es immer ein bisschen quisselig. Passt es so. So, es darf keine Ritze sein. Ich muss jetzt alle erstmal hier aufstellen. Ich habe noch zwei Stück, also nicht langweilen. So, jetzt habe ich. Was habe ich jetzt alle? Dann benutze ich jetzt einmal Goldstück. Ich nehme Goldstück. Mein Lieblings. Hier ist Goldstück nochmal als Kugel. Als nächstes nehme ich. Den lieben. Bei der goldenen gehört auch noch. Kann man so lieb sein? Und go! Wer hat gewonnen? Warte. Okay, ich würde fast sagen, er hat gewonnen. Das Spiel ist ja zu Ende, aber es ist noch nicht zu Ende, weil ich euch zeige. Also es gibt ein kleines Nochstein-Spiel. Da sind die beiden hier sind böse. Das Goldstück und die goldene Wasserschlange. Die arbeiten zusammen. Feuer und Feuer. Die arbeiten zusammen. Und der Weiße hat kein Portemonnaie. Doch, dies! Guten Tag. Das Baby sitzt hier und die wollte heute partout nicht mehr schlafen, ne? Die wollte partout wach sein. Das war so richtig. Also ich fand das so extra scheiße heute. Weil ich nicht geschlafen habe, weil ich so unruhig war die ganze Zeit. Sie hat immer so. Leute, guckt mal. Sie ist so gedreht und gewälzt und es war so anstrengend. Leute, heute gehen wir los. Heute ist mein Leben. Naja, es ist ja eigentlich morgen, weil die Uhrzeit von erst morgen ist theoretisch. Echt? Es ist heute Nacht. Das ist eigentlich erst morgen. Aber ganz früh. Ja, Ganz früh gehen wir los? Ja. Warte mal jetzt bitte kurz. Ich bin schon am Kochen, wie man hört. Das ist das Induktionsfeld hier. Ich bin schon am Nudeln kochen, am Eier kochen, weil ich mache Ich mache zwei Nudelsalate, einmal einen Schichtsalat mit Tomaten, so frisch, ölig. Habe ich überhaupt Basilikum? Katze einmal weg? Ja, Katze einmal weg, habe ich gesagt. Was habe ich denn hier? Schnittlauch, Basilikum. Okay. Alles gerettet. Ja, also einmal ein Spaghetti-Tomatensalat, frisch gehalten mit Öl und Kräutern. Und einmal ein Mayonnaise-typischer Gewürzgurken-Nudelauflauf-Salat. Ihr wisst schon, was ich meine. Dazu gibt es Buletten
Für uns heißt es Buletten, für andere heißt es Frikadellen. Ja, das ist mein Ziel. Plus, dass wir das Auto komplett sauber machen wollen. Also einmal ausräumen und dann saugen, einräumen. Dass wir dann heute Nacht losfahren können. Ich weiß, ihr wisst ja nicht wohin, doch ihr wisst im größten Teil wohin. Ich habe auch schon die ersten zwei Hotels gebucht. Eins in Deutschland, eins in Schweiz. Habe ich das nicht gestern schon gesagt? Doch, das habe ich gestern schon erzählt, oder? Ey, sorry. Ja, auf jeden Fall. Oh! Auf jeden Fall habe ich gerade im richtigen Moment hingeguckt. So, die Eier sind jetzt auch ready. Das heißt, ich werde die mal schnell. Ja. Ist okay, dass der rote Backengang an dem Baby wohnt? An ihrer Stirn? Ist das okay? Nein, das ist nicht okay. Was? Nein, das ist nicht okay. Muss ja auch noch aufräumen. Und ja, man macht sich ja sonst nichts, ne? Ja, wir müssen diese Fahrt machen. Wir müssen hier mal rauskommen. Zieh dir mal bitte was unten rum an. Wir sind auch schon die ganze Zeit am Plan, wie wir das alles packen oben mit den mit der Dachbox, weil die Dachbox ist viel größer, als wie wir Platz brauchen. Und dann braucht man natürlich so ein bisschen Füllmaterial quasi. Ich bin schon die ganze Zeit am Überlegen, was ich da mitnehmen kann, ob wir nicht irgendwelche Decken haben oder da reinmachen können oder so. Ich muss mal gucken, wie wir das machen. 800 Kilo Wäsche muss ich noch zusammenlegen. Ach, seht ihr, jetzt wo ich hier gerade stehe, ich habe die weiße Wäsche noch gar nicht angemacht, die ich aber brauche, because ich habe so viele weiße T-Shirts. So, ich bringe jetzt die Karte hoch und fange hier einen Vlog für euch an. Quasi die große Vorbereitung und das große Packen. Bin gespannt. Ach so, das war's ja von uns für euch. Bis morgen um 18 Uhr. Ich wünsche euch allen einen schönen, was haben wir denn heute? Ostersonntag. Frohe Ostern.